Er war ein guter Zwerg. Ein solches Ende hatte er einfach nicht verdient. Mahoni wird immer dreister. Ich muss nur mal tun, was ich tun muss. Wir müssen etwas unternehmen. Ich weiß, von daher war ich so frei, jemanden einzuladen, der dieses Problem für uns erledigen kann. Ich bin der Beste. Wir werden diesen Langen einen Besuch abstatten. Ein Kampf zu sterben ist für die Zwerge ein wahrer Kriegertod. Aber du hast ihn mitten in die Mautasche geschossen. Seid gegrüßt, Menschen! Wer von euch will zuerst sterben? Sieh an, keiner tritt vor. Also holen wir sie uns. Verschwinden wir erstmal. Olaf, die Anführer sind uns entkommen. Das sieht diesen feigen Langbeinern ähnlich. Wenn's zur Sache geht, machen sie die Fliege. Aber jetzt wissen sie wenigstens, dass man sich besser nicht mit Zwergen anlegt. Das stimmt. Die sehen wir bestimmt wieder. Sie erledigen also jeden Auftrag? Wenn der Preis stimmt, schon. Nachos, die Kiste. Das ist Los Nachos, mein treuer Leibwächter. Er ist stumm, dafür umso verlässlicher. Ich hoffe, das reicht. Das reicht ja, um mich zur Ruhe zu setzen. Es entspricht in etwa dem Auftragsaufwand. Andreas, bitte. Sie sollen die Hauptzentrale von Elvis Mahonys Geschäftsimperium ausschalten. Unter der Tarnung eines Gebrauchtwagenhändlers wickelt seine rechte Hand Squidman sämtliche Geschäfte ab. Ist Mahoney auch dort? Unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz wird das ein Schlag, von dem Mahoney sich nicht erholen kann. Okay, ich komme dann zurück, um meine Belohnung abzuholen. Das war knapp. Wer ist denn kommen? Ich fürchte fast, wir sind die Einzigen. Die Zwerge waren recht gründlich. Tja, das war's wohl. Schwachsinn! Wir suchen uns neue Männer und zahlen es den Zwergen heim. Sag mal, hast du einen Sockenschuss? Wir sind grob mit knapper Not entkommen. Noch eine Konfrontation überleben wir nicht. Olaf Röbert, vergisst du etwas nicht und wenn wir uns nochmal blicken lassen, sind wir dran. Komm wieder runter. Wenn wir genügend Männer haben... Sag mal, du wirst niemanden finden, der für dich arbeitet. Alle, die dabei waren, sind tot. Olaf Röbert hat dich auf seiner Liste. Jeder wird dich meiden. Du hast versagt, Honorable. Sieh es ein. Ich gebe es nur ungern zu, aber er hat recht. Willst du mich etwa auch verlassen? Nein, es gibt vielleicht eine Möglichkeit. Ja? Bevor die Zwerge den Lebensmittelmarkt an sich gerissen haben, lag dessen Kontrolle bei den eleganten Herren. Olaf Rotbart und seine Zwerge haben sie in einem Bandenkrieg vernichtend geschlagen und ihren Anführer getötet. Und was bringt mir das? Irgendwo in der Unterstadt gibt es immer noch ein paar versprengte Überreste der Gang, die von den alten Zeiten träumen. Du meinst, ich sollte... dir den Hass der eleganten Herren auf die Zwerge zunutze machen. Genau. Dann auf zur Unterstadt. Um die Zeit noch eine Lieferung? Ich kümmere mich schon drum. Hey, Kumpel, wir nehmen so spät keine Lieferung mehr entgegen. Sicher? Die kostet doch nicht viel. Nicht zu machen. Warte, was meinst du mit nicht viel? Das alles kostet euch nur eins. Euer Leben.